Hallo ihr Lieben, ich melde mich heute mit einem neuen Avell-Unpacking bei euch. Ich habe kurz vor Ostern einen 5-Euro-Gutschein per E-Mail bekommen und habe dann auch gleich ein paar Bücher gefunden. Nicht alles für den Sub, auch einige Bücher, die ich einfach mal fürs Regal haben wollte, wenn ich sie günstig bekommen kann. Und das war hier der Fall und ich denke, wir packen das jetzt mal zusammen aus. Ich habe es schon mal geöffnet, weil ich das immer so kribbelig finde, das vor der Kamera aufzumachen. Dann wollen wir mal gucken, was mich hier erwartet. Ich habe insgesamt 35 Euro bezahlt. Wie gesagt, 5 Euro waren abgezogen worden. Und genau, 5 Euro waren abgezogen worden. Und ich zeige euch jetzt mal, was ich bestellt habe. Zum einen wollte ich immer noch fürs Regal haben. Die Filmausgabe von 50 Shades of Grey, das gab es jetzt für 2,99. Ich hatte das bisher nur als E-Book und ja, da habe ich dann einfach mal zugeschlagen. Zustand berichte ich euch ja auch immer. Vorne kann man gar nichts sehen, nur hinten so ein paar Kratzer. Das stört mich aber nicht, da es ja jetzt eh für mein Regal ist. Und von daher stört mich das jetzt nicht so wirklich. Anstatt 9,99 € 2,99 €. Dann ein Buch, was ich auch schon länger auf meiner Wunschliste hatte. Das ist, glaube ich, der zweite Teil der Autorin, das zweite Buch. Das erste, meine ich, ist Splitterfasernackt. Das habe ich noch auf meinem Sub liegen. Und jetzt konnte ich glaube, für 4, nee, oder für 6,99 von Lilli Lindner Winterwasser tief bekommen, anstatt 12,99 €. Und ja, hier ist auch nur ein Ratscher hinten drauf, falls ihr das sehen könnt. Und sonst ist da auch nichts mit. Also sonst Top-Zustand, auch nicht hinten eingeschnitten. Das hatte ich ja ein paar Mal. Das stört mich dann schon ein bisschen mehr, wenn richtig die Seiten so eingeritzt sind. Das ist hier gar nicht der Fall. Von daher bin ich auch hier super zufrieden. Ja, das ist ja ihre Biografie sozusagen. Ja, hier steht auch die Fortsetzung des Bestsellers Splitterfasernackt. Es soll ja sehr hart sein zu lesen. Also nichts für schwache Nerven. Ich hatte schon ein Buch von ihr gelesen, was aber nichts mit ihrer Autobiografie zu tun hatte. Das hatte mir aber sehr gut gefallen. Da ging es um zwei Schwestern. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen des Buches. Ihr wisst mit Sicherheit, was ich meine. Ach ja, irgendwie, was fehlt, wenn ich verschwunden bin, hieß das. Das hat mir sehr gut gefallen. Und deswegen bin ich hier auch schon gespannt drauf. Dann ein Buch, was mich schon interessiert hat, als es erschienen ist, weil ich mich auch mit dem Thema psychische Probleme sehr beschäftige. Es war mir sonst bloß immer zu teuer für 250 Seiten, 14,99 €. Und war jetzt so froh, als ich es hier entdeckt habe. Und zwar Minusgefühle von Jana Selig, Mein Leben zwischen Hell und Dunkel. Und das wird auch wirklich als eines der ersten Bücher gelesen, weil ich da wahnsinnig drauf gespannt bin. Ist im Piper Verlag erschienen. Und die Überschrift ist schon gut. Nur weil ich alles habe, was ich brauche, muss es mir nicht gut gehen. Und das sagt sehr viel aus über die Krankheit. Und ja, ich persönlich bin da auch etwas vorbelastet und bin daher sehr gespannt auf das Buch, muss ich sagen. Dann ein Buch, wenn ich gewusst hätte, dass das so mini ist, hätte ich mir das nicht für 4,99 € mitbestellt. Zumal ich es als E-Book habe, aber lässt sich jetzt nicht ändern. Eine Kurzgeschichte von Simon Beckett, Katz und Maus, hat mich jetzt 4,99 € gekostet. Und es kostet ursprünglich wirklich 8 €. Das finde ich echt schon Hammer. Und ja, ich habe es jetzt, lässt sich jetzt nicht ändern, aber ich finde es schon sehr teuer, muss ich sagen. Dann ein Jugendbuch, was ich super toll fand und ja, super toll. Also 4 bis 4,5 Sterne ist ja schon toll. Ich habe es damals gehört und habe immer gesagt, wenn ich es günstig bekommen kann, möchte ich es auch noch für mein Regal haben.
Und zwar von Elisabeth Herrmann, Die Mühle, ist ein Jugendthriller. Wie gesagt, hat mir gut gefallen und ja, hier steht All-Age-Thriller, also Jugendthriller und auch für Erwachsene. Mir hat es auf jeden Fall gut gefallen, hat mich, glaube ich, auch 6,99 gekostet. Ist ja ein Hardcover aus dem CBT Verlag und da ist gar nichts mit. Nur der Stempel und sonst ist da absolut nichts mit und ich habe 10 € gespart. So, und das letzte Buch habe ich auch schon vor längerer Zeit gelesen. Das ist der zweite Teil der Reihe. Jetzt ist gerade der vierte rausgekommen, Schatten. Den habe ich auch schon gelesen, den fand ich super. Und dies ist, wie gesagt, der zweite Teil. Der fehlte mir noch in meiner Sammlung und auch in der broschierten Ausgabe, weil die anderen habe ich jetzt auch alle in der broschierten Ausgabe. Und zwar Blinde Füge von Ursula Poznanski. Da ist auch nichts mit außer dem Stempel. Also kann ich wirklich nicht meckern. Nee, alles bestens. Ich glaube, das hat 4,99 gekostet. Und ja, ich bin wieder bestens zufrieden mit meiner Avell-Bestellung, muss ich sagen. Es gab sogar wieder einen 5-Euro-Gutschein mit dabei. Und ja. Wie gesagt, ich bestelle hier schon lieber als bei Rebuy, weil das Schlimmste für mich sind immer Leserillen. Und das passiert mir ja bei Avell nicht. Es ist vielleicht mal ein kleiner Schnitt oder Kratzer drauf. Das stört mich aber im Bücherregal nicht. Und von daher kann ich Avell auf jeden Fall weiterempfehlen. Ihr wisst, hab ich da ja auch schon öfters bestellt. Also mindestens einmal im Monat eigentlich. Ich finde immer wieder was, auch wenn ich schon Bücherregale zum Platzen habe. Aber ich werde immer fündig. Muss mich jetzt auch ein bisschen vor Nettos in Acht nehmen, also vor diesem Lebensmittelgeschäft. Die hatten bisher nie Mängelexemplare. Und jetzt, wir haben sogar zwei im Ort, zwei Netto. Und jetzt haben die zwei große Stände mit Mängelexemplare und in jedem Netto auch noch andere. Ich hätte gedacht, dass die dann alles dieselben Bücher haben. Nö, nö. Ich finde immer wieder schöne Schätze, die mir meistens sogar noch zur Reihenfortsetzung fehlen, wo ich dann natürlich wirklich nicht dran vorbeigehen kann. Ja, das zu mir. Und ich würde mich wieder über Kommentare freuen, wie immer auch über Daumen hoch. Und wenn ihr mich gerade entdeckt habt, natürlich auch über neue Abonnenten. Ja, das soll es von mir gewesen sein. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!